Der greift mich auch direkt an. Das müssten wir aber eigentlich schaffen. So, bei dem ist es ja auch so, der bekommt eine... Der bekommt eine Verstärkung. Der bekommt eine Verstärkung. Die Frage ist halt, ob wir uns so aufstellen. Ich meine, er stellt sich ja schon hier hin. Das heißt, er wird versuchen, darauf ankommen zu lassen, sich mit den anderen Einheiten zusammenzutun. Kann ich immer nicht verdenken. Ich würde es ja wahrscheinlich genauso machen. Ich kann auch nicht weiter raus. Ich kann aber natürlich hier sagen, so, ich rück mit den Einheiten hier erstmal raus. Piazza Galfone erhält einen Moralbonus für alle Einheiten innerhalb des Kontrollbereichs. Also, das ist der Kontrollbereich. Stimmt, weiß einer von euch, wie groß der Kontrollbereich ist? Also bezieht sich das hier auf die komplette Stadt oder nur auf diese Zone? Weil dann ist es ja natürlich irgendwie lächerlich, ne? Kann ich mir das ja selbstverständlich leisten, das hier aufzugeben. Im Falle unseres Sieges will ich Zeus und Ares mit einem Opfer für ihre Hilfe bei unserer Verteidigung danken. Doch auch wir Sterblichen. Doppelte Geschwindigkeit! Schnell vorrücken! Unterstützungsschiffe bereit! Ja, ist ja kaum übertrieben schnell, der Dude, ne? Zu euren Diensten. Ich denke, auf jeden Fall hier so ein bisschen rein. Bereit. Schnell vorrücken! Eure Befehle? Ich erwarte eure Befehle! Ich erwarte eure Befehle! Steinschleuderer! Bereit zum Einsatz! Obliegen! Steinschleuderer! Mehr Infanterie bereit! Zu Befehl! So, bitte vor! General! Du musst zurück! Obliegen, bereit. Du musst hier mithelfen! Steinschleuderer! Ich erwarte eure Befehle! Du musst hier rüber! Ja, das wird ganz schön lange dauern. Junge. Greif den an. Alter, der hat ganz schön viel Jungs, ne? Lauf den Gen an. Doppelte Geschwindigkeit! Lauf du hier hinten hin, komm. Schnell! Tschüss! Bereit! Zu Befehl! Bereit zum Einsatz! Mach den Gen platt. Ich kill dem halt nix, ne? Ah, er killt mir die Einheiten weg. Oh shit, Alter. Ja klar, natürlich. Natürlich rennt mein General halt genau in seine Einheiten rein. Natürlich. Natürlich. Bereit zum Einsatz. Ah, ich dachte, die wären schon gelandet.
Ja, nee, wisst ihr was, das lade ich nochmal. Nee, das ist scheiße. Das funktioniert ja so absolut null, ey. Ich komme nicht mehr in die Stadt zurück. Der ist einfach so unfassbar schnell mit seinen ganzen Einheiten. Na, das war kacke, das war echt schlecht. Wenn ich das jetzt automatisch machen würde, würde ich das Ding halt gewinnen, aber ich will es ja gerne mal selbst spielen. Ne? Eieieiei, ich muss mal einen Schluck trinken. Ghoul, ich glaube, ich habe eingestellt, dass Mods Befehle für den Bot schreiben können. Ja, das kann gut sein. Ich trinke jetzt mal einen Schluck Wein aus Verzweiflung. Nee, Siegeskaffee, eher Verliererwein ist das jetzt gerade. Also, du kommst bitte hier hin. Okay. Also. Zu Befehl. Hopliten bereit. Die leichten Hopliten stellen wir hier hin. Die schweren Hopliten stellen wir hier hin. Die Schleuderer stellen wir hier hin. Steinschleuderer! Mit denen muss ich dann diverse Kunststücke vollführen. Okay. Dann verteidigen wir jetzt erstmal ganz stupide die Stadt. Meine Flotte wird wahrscheinlich nicht rechtzeitig da sein, aber gucken wir mal. Ich finde das, aber eine Sache gefällt mir halt echt nicht. Das ist dieses mega fette, übertrieben große. What? Einheitenmenü hier. Muss jetzt mal gerade pausieren, weil. Die Kaff ist gleich da. Geschwindigkeit! Zu euren Diensten! Doppelte Geschwindigkeit! Machen wir das Auto schnell aus. Befehl verstanden! So, jetzt hier hochkommen. Ich will den jetzt sandwichen. Der Gen muss fallen jetzt, komm. Boah, Junge, ey, segelt. Oder rudert ihr vielleicht mal bitte da an Land? Es war so klar, dass das halt nicht klappt, ne? Hopliten bereit! Bereit zum Einsatz! Vorwärts! Steinschleuderer! Geschosse warten auf Ziele! Steinschleuderer! So, die Schleuderer müssen hier rüber. Geschossinfanterie! Doppelte Geschwindigkeit! Hopliten! Bring vor! Eure Befehle! Befehl verstanden! Ich erwarte eure Befehle! Super! Doppelte Geschwindigkeit! Zu Befehl! Befehl verstanden! Auf Liegen bereit! Jetzt hier dicht machen. Sucht euch eure Ziele, Männer! Warum? 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 Schnell
Die Einheiten sind nicht gelaufen. Das ist natürlich gefährlich. Okay, gut. Bitte stellt euch da hinten dran. Genau, ihr lauft bitte so rum. Doppelte Geschwindigkeit. Lauft bitte außen rum. Der kriegt das nicht hin, ne? Diese Einheit wird nicht mehr kommen. Auf welche Einheiten schießt er denn? Ich meine, es ist schon heftig. Er schießt mir natürlich die komplette Armee da zu Klump, ne? Ich muss jetzt mit dem Gender weg, weil der schießt mir den Tod. Das ist so lachhaft, ey. Ich hasse es. Boah, Gott, du bist in den Gen reingelaufen, alles klar. Ja, hat er genau auch super aufgepasst, ne? Das ist nicht... You are not fucking serious. Was ist denn hier? Der hat meinen Gen geroutet. Wie macht der das denn? Sorry, ey, das ist doch Banane. Was ist das denn für ein Müll? Ja, ja, klar, warte mal. Nee. Cool, vielen Dank. Ich habe tatsächlich Befehle für Twitter und Facebook. Und jetzt sage ich nur eine Sache, ne? Okay, klar, ne? Meine Einheiten sind erschöpft und sowas, ne? Aber seine Einheiten auch. Also, wenn ich das jetzt mache. Wohlstand vom besiegten Feind erhalten, Gefangene töten. Okay. Die Herrscher des Mesogaios haben einen Rang bekommen. Forschung abgeschlossen. Militärtradition. Okay. Zu euren Diensten. Es ist eine Ehre, zu dienen. Ja! Nahkampfangriffe für alle Angriffsschiffe. Waffenschaden für alle Angriffsschiffe. Ich überlege gerade, womit gehen wir nachher plündern? Geschossschaden durch alle Unterstützungsschiffe. Schütze... pro Minute für alle Unterstützungsschiffe. Kalibknecht, ich habe meine Eindrücke zu Three Kingdoms noch nicht öffentlich gemacht. Ich wollte das mit Merp noch machen. YouTube-Link im Nightbot ist kaputt. Oh shit, warte mal gerade, das machen wir aber schnell noch. Nee, ist nicht kaputt. YouTube-Link geht absolut. Gerade eben ausprobiert. Aus dem Herzen der Natur. Check das nochmal gerade. Der funktioniert bei mir 100 Pro.
Ja, der Link bei YouTube ist auf jeden Fall safe. Checkt es nochmal. Ansonsten vielleicht nochmal gerade Browser Refresh oder irgendwie sowas. Ja, der haut ab, ne? Ja, ja, ist so lachhaft, ey. Vergiss es. Die Armee hier wird ganz knackig werden. Ich will die aber jetzt noch nicht platt machen. Lasst niemanden am Leben! Also Kalibknecht, da wird auf jeden Fall noch ein Video zu kommen. Ich wollte das mit Merp zusammen machen. Wir sind da halt noch nicht so 100% fertig. Müssen wir nochmal gucken. Ruder du mal zu der Stadt, dann habe ich da zumindest so ein bisschen Garnison drin. Wenn du jetzt in Gewaltmarsch gehst, dann kann ich Manduria auf jeden Fall garnisonieren. So, den greife ich mal an. Ich überlege gerade, ob sich das lohnt, das selbst zu machen. Also wir gehen hier mal in die Stadt. Pusht zwar nicht die öffentliche Ordnung verbessert, aber die Verstärkung. Ja, wir nehmen nochmal den Berater. Mehr Hingabe, mehr Attribute, mehr Loyalität. Ich finde das eigentlich ziemlich nice. Und wie gesagt, ich skill den nicht. Der kriegt ja sonst Gravitas. Das ist ja genau das, was ich nicht will. Ah, wir fallen gerade unter 50 Zuschauer. Aber ich habe ja auch tatsächlich... Oh Gott, ist das schlecht. Nee. Ich erwarte eure Befehle. Wir machen Ausbildungsfeld, das reicht auch. Bau den Tempel aus. Wir reparieren die Stadt. Und rekrutieren noch Einheiten. Ich habe keine Verwendung für leichte Hopliten, die sind halt einfach auch zu schlecht. Ich habe auch keine Verwendung für Steinschleuderer, die sind auch zu schlecht. Wozu, also jetzt mal gerade nochmal ernsthaft, ne? Ihr habt es ja eben gesehen.
dieses Spiel, wenn ich anfange mit Steinschleuderern auf gegnerische Speerwerfer zu schießen, mache ich einfach keinen Damage. Also die Steinschleuderer machen nur Damage, wenn sie in den Rücken des Gegners schießen. Bei jeder Schwierigkeitsstufe oberhalb von leicht, glaube ich, oder von normal. Das sind einfach sauschlechte Truppen. Die lohnen null. Die lohnen echt null. Der Stellaris-Stream, Prodizian, der wird auch weitergehen. Jawohl, so ist es. Ich werde auf jeden Fall auch Stellaris weiterspielen. Aber Ghoul, PRM, nochmal vielen Dank für das Angebot, ne, mit dem Bot und sowas. Wir können uns da gerne nochmal irgendwie ansonsten im Discord oder irgendwie per E-Mail oder so zusammenhocken. Ich bin dir super dankbar, wenn du mir da was einrichten willst. Also erstmal danke für die Hilfe. So, schauen wir mal ganz kurz. Flüchtlinge. Eine Gruppe starker junger Männer aus Griechenland möchte sich in der Nähe einer eurer Städte niederlassen. Die Einheimischen betrachten dies mit Argwohn. Doch die Neuankömmlinge scheinen ganz normale Leute zu sein. Dann nehmen wir sie an. Warum nicht? Refugees welcome und so, ne? You know. Ich erwarte eure Befehle. Unsere Fraktion ist deutlich stärker geworden. Das ist der Admiral, ne, der uns nicht so loyal gegenüber eingestellt ist. Es ist eine Ehre, zu dienen. Zum Kampf bereit machen! Ich glaube, den Burschen kann ich jetzt angreifen, oder? Und schwupp. Dann habe ich zwar ein Schiff weniger, das ist aber okay. Shit. Dem habe ich jetzt so ein Gravitas-Ding gegeben. Ja, das ist kacke. Das ist kacke. Da muss ich echt mega drauf achten, wenn ich das Let's Play mache, dass mir das nicht passiert. Das ist nicht gut. Wir brauchen eine größere Flotte. Rekrutier mal ein Schiff dazu. Haben wir hier 20 Punkte. 40 Punkte von der Null entfernt. Okay. Dann einmal bitte angreifen. Gefangene freilassen. Wohlstand vom besiegten Feind. Machen wir mal. Dann nehmen wir die Kohle mit. Wir hungern nach einer Schlacht. So, dann kriegst du jetzt noch mehr Boni auf die öffentliche Ordnung. Neun Regimenter, fünf Leichte und vier Bogenschützen. Da sind wir even. Mhm. Kann natürlich selbst noch zwei Bogenschützen mit reinnehmen. Kostet mich 500. Okay, pass auf. Sie sollen vor uns niederkauern. Belager das mal.
Ja, Ausraum ist okay, glaube ich. Ich erwarte eure Befehle. Zu euren Diensten. Wir haben eine Provinz unter Kontrolle, Halleluja. Mehr Steuersatz, mehr Nahrung, öffentliche Ordnung oder weniger Baukosten. Ja, wir nehmen mal den Panamet Kekensis Erlass, das ist ja so der Klassiker. Achso, warte mal, ne, den brauche ich nicht. Das ist Quatsch, der bringt mir gerade nichts. Der wird mir nichts bringen. Wir nehmen, glaube ich, 15% mehr Steuersatz. Baukosten, Rekrutierungskosten und Schiffbaukosten. Das ist natürlich auch gut. Ne, wir nehmen den Steuersatz. Kann ich mir nicht in diesem Kartenmodus hier. Ja, das ist unsere Partei, ne? Okay, läuft doch aber hier ganz gut, ne? Oder bilde ich mir das ein? Kalibknecht, eine Facecam? Ja, ich habe eine hier liegen, kann ich mal benutzen. Habe ich mal gemacht, wollten die Leute aber nicht sehen. Aus dem Herzen der Natur, es tut mir leid, du kannst keine... Warte mal, besucht meinen YouTube-Kanal. Wird es auch nachher die Aufzeichnung zu sehen sein? Ah, warte mal kurz. Sekunde. Das muss ich mal gerade checken. So, jetzt geht der. Das lag daran, dass der, oh, ich sehe übrigens gerade, JP1409-1995, vielen Dank für den Follow an der Stelle. Ja, also, genau, aus dem Herzen der Natur, vielen Dank, dass du da so gut hingeguckt hast. Genau, das war tatsächlich der, der automatisch kommt und der war wirklich defekt. Da war, hat ein Leerzeichen gefehlt. Jetzt müsste er gehen. Vielleicht kannst du da nachher nochmal schauen. Aber danke, dass du da so genau hingeguckt hast. Das ist schon gut. Okay, jetzt müssen wir hier auch tatsächlich mal ein bisschen... Das Ding, das revoltiert mir jetzt auch ein bisschen zu flott, ne? Wenn ich hier die Steuerprovinz rausmache... Dann hält die noch ein bisschen durch. Und das ist, glaube ich, ganz okay. Und die hier, die muss jetzt auch noch ein bisschen durchhalten. Öffentliche Ordnung ist immer das Problem in dem Early Game. Seid willkommen. Ich werde euch gerecht antworten. Okay. Die Polketia können wir vielleicht noch holen. Aber dann würde ich ab da auch erstmal wieder ein bisschen slow playen. Wir vergeben Geschenke mit Bedacht. Und sorry, nein, geht gerade nicht. Ich muss dich jetzt leider vollständig fertig machen und aus dem Leben kicken. Rebellion ist okay, Forschung abgeschlossen ist gut, Rebellion bevorstehen. Flüchtlinge, gebremste Industrie, -10%. Die Männer verfallen dem Banditentum und der Gewalt. Ah, billige politische Stereotype, die hier an die Wand gezeichnet werden. Anstatt sich friedlich niederzulassen, die Einheimischen schaffen es schließlich, sie zu vertreiben. Doch da ist der Schaden schon angerichtet. Ich erwarte eure Befehle. Zu euren Diensten.
Jetzt, lacht mich bitte nicht aus und so, tatsächlich, ne? Xenophobie, so die, ne, die Angst vor Fremden, dass sie da irgendwas Böses machen oder so, ist so alt wie die Menschheit selbst oder wie die Sesshaftwerdung der Menschheit wahrscheinlich. So. Okay, Frage. Crushen wir den direkt? Weil, wenn wir den jetzt hier crushen, dann kriegen wir zusätzliche Erfahrungsboni durch ihn. Aber das wird nicht so ganz klappen, glaube ich. Deswegen... Laufen wir auch hier im Gewaltmarsch hinterher. Der kann mich jetzt voll ausbremsen, das ist eigentlich voll übel. Ich brauche eine neue Forschung. Typischerweise wäre jetzt, glaube ich, ein Zeitpunkt für Zivilforschung. Hier wird es gleich die Revolte geben. Insofern können wir auch hier eine Steuerprovinz wieder aktivieren. Und hier wird es die Revolte auch geben. Insofern können wir hier die Steuerprovinz auch aktivieren. Ich bin mir nur noch nicht sicher, ob ich hier irgendwas direkt bauen will. Ja, Lia Ende, das ist auf jeden Fall, also, ne, das ist die, es gibt tatsächlich ja auch so psychologische Experimente, wo man Leute untersucht hat aus allen möglichen gesellschaftlichen und politischen Spektren und man konnte diesen Tests nachweisen, also das muss man mal so ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil das häufig Grundlagenforschungen sind, die dann ein bisschen schnell so übertrieben dargestellt werden, aber tatsächlich in der ersten Studienreihe konnte man jedem Menschen rassistische Tendenzen nachweisen. Das war auch total krass. Hat mich auch so ein bisschen so in meinem Chor hier erschüttert. Wir brauchen ein bisschen Nahrung, ist mal an der Zeit. Mögen Athene und eure Vorfahren euch in dieser Sache weisen. Ja, dem gebe ich Zugang. Wenn er jetzt da reinläuft und die Revolte platt macht, ist das cool. Habt ihr es gesehen? Ich glaube, er hat es tatsächlich gemacht. Ich glaube, der ist tatsächlich hingelaufen und hat meine Revolte weggehämmert. So, du musst dich jetzt um den Typen hier kümmern. Not. Das ist ein schlecht, sehr, sehr schlechter Scherz. Ein sehr, sehr schlechter Scherz. Wie soll der jetzt bitte so eine Armee ausgehoben haben? Vom Hügel runterkommen.
Speerträger! Bereit zum Einsatz! Ja, Kommandant! Schnelles Marschieren! Hopplieten! Schnell vorrücken! Bereit! Zu euren Diensten! Weltkasten! Kommandant! Steinschleuderer! Schnell! So, jetzt bitte hier rüber. Weltkasten! Hopplieten! Durchbrecht die Tür! Eure Befehle! Schneidet sie in Stücke! Speerkämpfer erwarten eure Befehle! Bereit zum Einsatz! Doppelte Geschwindigkeit! Steinschleuderer! Hopplieten bereit! Eure Befehle! Bereit zum Einsatz! Hopplieten! Steinschleuderer! Schieß! Zu Befehl! Ja, jetzt kommen wahrscheinlich wieder diese lame Situation, würde man einfach mit den Speerwerfern wieder alles killt, ne? So, einmal bitte aufladen und wegschmelzen. Das ist nicht dein Ernst, ne? Schau ich das an. Muss der eine gewisse Distanz einhalten? Motivier den mal bitte. Ich kill den nicht, ne? Krasser Scheiß, okay, ich schieß dem in den Rücken. Hat eh keinen Wert hier. General! Alter, schaut euch an, was da ein Pieler auf den niedergeht und der steht da einfach noch ganz lässig rum, ey. Okay, wir müssen den noch mehr flankieren. Steinschleuderer! Ist ja unfassbar, ey. Da wird meine Front auch bröckeln, wenn ich weiß, dass der Gegner einfach alles wegdodgt. Feuert auf den Feind! So, nächster Versuch. Können wir jetzt vielleicht mal den General ausschalten? General! Er hat noch 55 Einheiten. Ich habe mir 3 Einheiten Pieler auf den geworfen. In den Rücken. In den Rücken, ne? Was ist an? Der kriegt die Pieler in den Rücken. Aha. Jetzt aber auf die Flanke, mit dir bitte auch. Aha. Ich muss jetzt hier pushen, bitte. So heftig, wie der mit den Speeren harassed, ey. Wow, einfach nur wow. Du bleibst einfach stehen. Komm, greif den mal an. Wie laufen meine Einheiten ohne Flachs, ey? Ich krieg mittlerweile echt einen heftigsten Anfall. Kann das sein? Hat es was mit der... Hat es vielleicht was mit der Einheitensteuerung im Formationskampf oder so zu tun? Kann das vielleicht sein? Motivier den bitte. Ja, natürlich fängt er mich ab, weil er mit seinen Hopliten wahrscheinlich schneller ist als ich mit meinen. Hier die mal. Ja, der läuft wieder weg. Ey, nee, ohne Quark. Schaut euch das jetzt einfach mal an, bitte. Die Einheiten sind komplett in der Rückwärtsbewegung und laufen vor denen weg. Die sind ja irgendwann out of range. Was ist denn das für ein Quark? Komm, ich schieße auf die. Nachladen! Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle! Steinschleuderer! Aufliegen! Ich erwarte eure Befehle! Weltkasten! Brennt sie nieder! Jetzt! Hopplieten, bereit! Zu Befehl! Eure Befehle? Bereit zum Einsatz! Weltkasten! Feuer! Hopplieten! Speerinfanterie zu eurem Dienst! Bereit! Sie meine Burg! Schneidet sie in Stücke! Hopplieten, bereit! Das ist jetzt wieder dieses wohlbekannte Phänomen, dass die KI sich einfach so locker flockig aus dem Nahkampf rausstehlen kann. Ja, du machst das auch irgendwie nicht so gut, ne? Guck mal hier hin, der Nahkampf ist ja unfassbar schwach. Das weiß ich jetzt auch nicht, die sehen irgendwie ziemlich im Eimer aus.
Eure Befehle? Doppelter Geschwindigkeit! Fahrt schnell! Ah, guck mal, der ist wieder da. Befehle? Läuft auch einfach aus dem Nahkampf raus. Das ist so stark, ey. Schieß auf den. Ja, die KI kann das halt, ne? Oh, guck mal, da kommt die nächste Armee. Ich habe ja schon nicht mehr mit gerechnet. Ist nicht dein Ernst. Der kommt jetzt mit noch einer Armee. Das ist halt die, das ist glaube ich die Stadtgarnison, ne? Und deswegen ist er halt so, deswegen ist es halt so eine Riesenarmee gerade, ne? Oh Mann, alter Vater. Aber bitte hier hin. Aber bitte hier hin. Und ihr bitte hier hin. Das sind Bogenschützen. Okay. Der schießt mich jetzt zusammen. Da habe ich keine Chance. Er kommt noch mit frischen Fernkämpfern. Hau ab. Chase den. Das sind seine Peltasten. Schieß sie mal bitte weg. Schwertkämpfer. So klar, ne? Alter, das sind leichte Speerkämpfer, der routet mir jetzt gerade die zweite Einheit damit, ne? Die Einheit hier schießt zum Beispiel überhaupt nicht. Na doch, jetzt schießt er. Das sind Peltasten. Geh mal hier hoch, bitte auf diese Klippe. Alter, warum kann der mich so gut treffen? Komm, dann schieß ihn jetzt auch bitte. Schieß die Peltasten, komm. Geht ab, Alter. Nee, ich will da keine Wiederholung speichern.
Was denn das für eine dämliche Scheiße, ey. Der greift mich mit 3021 Einheiten an. Das kann auch nicht sein. Ohne Witz. Ohne Witz. Schau ich das an. Das sind doch locker keine Low-Tier-Einheiten. Ja, das mit dem, die grüne Farbe auf dem Einheitenwappen ist echt nicht geil.